Hallo ihr Lieben, heute begrüße ich euch aus meinem Atelier in Köln im schönen Agnesviertel. Ich sitze jetzt hier quasi mittendrin in dem Raum, wo all die schönen bunten Collagen entstehen. An den Wänden könnt ihr noch ein paar Originalwerke sehen. Zum großen Teil verkaufe ich ja meine Werke als hochwertige Kunstdrucke auf Leinwand und die könnt ihr in unterschiedlichen Größen bekommen. Ich habe euch mal die verschiedenen Größen mitgebracht, zwar nicht alle, aber die, die ich überwiegend verkaufe. Das zum Beispiel ist das Format 20x20. Hier ist direkt meine Lieblingsstadt drauf, das schöne Hamburg. Neben Köln natürlich, nicht zu vergessen, meine Wahlheimatstadt Köln. Die findet ihr jetzt hier zum Beispiel auf einem 30x30 Format und das nächste Format wäre 40x40. Das sind die Formate, die ich überwiegend im Angebot habe. Ihr könnt die aber auch bekommen bis zu einem Meter mal einen Meter, wenn ihr euch hier umguckt an den Wänden. Da sind auch größere Formate vorhanden. Und die könnt ihr bei mir im Online-Shop natürlich auch bestellen. Jetzt erzähle ich euch kurz was zur Entstehung. Und zwar kann man das ganz gut hier an dem Lissabon-Bild erklären. Da seht ihr die unterschiedlichen Elemente, die drauf sind. Das sind zum Beispiel Verpackungen von den Sardinenbüchsen oder auch Einkaufstüten von den leckeren Vanilletörtchen. Ich verarbeite Lesezeichen, Postkarten, hier zum Beispiel dieser Schriftzug von Lissabon ist aus so Kachelpostkarten entstanden. Und wenn ich verreise, dann suche ich immer wieder die ganze Stadt ab nach möglichem Collagenmaterial und habe eigentlich immer im Hinterkopf, was ich dann auf die Collage bringen kann und was die Stadt dann auch für mich ausmacht. Und das Schöne ist, dass am Ende immer ja, meine eigenen Erlebnisse und Emotionen, die ich in der Stadt hatte oder eben auch im Nachhinein noch damit verbinde, dass die dann auf den Bildern zu finden sind. Und somit ist das ein ziemlich langer Prozess, der quasi so einem Original vorangeht und es dauert meistens auch ein paar Wochen, bis so ein Bild fertig ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein Bild aus dieser Städte-Serie. Hier habe ich euch nochmal ein Original mitgebracht aus der Blumenserie, weil ich ein ganz großer Blumen- und Gartenfan bin, durfte natürlich das Thema Blume nicht fehlen. Von daher habe ich da auch eine ganze Serie gemacht. Hier ist zum Beispiel auch noch mal ein kleines Format. Das ist auch 20x20. Dann habe ich euch noch ein Food-Bild mitgebracht. Das sind zum Beispiel so Küchenmotive, die ich habe. Die machen sich gut im Esszimmer oder auch in der Küche. Ansonsten gibt es natürlich auch noch unsere Hauptstadt Berlin. Da haben wir hier mal das Brandenburger Tor als Collage zusammengestellt. Von Berlin und von Köln gibt es auch Poster. Die könnt ihr wie die Leinwanddrucke auch alle in meinem Shop kaufen. Und das könnt ihr unter www.canvasa.com gerne machen. Und wer mich natürlich im Atelier besuchen kommen möchte, kann das auch sehr gerne tun. Da habe ich natürlich noch eine ganze Menge an Kunstdrucken auch in unterschiedlichen Größen vorrätig. Da kann man also gerne auch durchstöbern oder eben auch sich die Originale anschauen. Und ich erkläre dann gerne noch zu jedem einzelnen Bild, wenn da noch Fragen sind. Das mache ich sehr gerne. Und freue mich auf jeden Besuch. Aber für die, die eben nicht in der Nähe wohnen, können eben gerne im Online-Shop stöbern oder mich anrufen. Und da können wir auch alle Fragen noch klären, die es dazu gibt.
Ja, das war's von meiner Seite. Also ich hoffe, ich sehe euch bei mir im Online-Shop.